In den vergangenen Tagen wurden auf Sylt wieder Szenen für den ganz aktuellen Nord-Nord-Mord-Krimi mit Oliver Wnuk in einer der drei Hauptrollen gedreht. Auch heute wieder ein stürmischer Tag auf Sylt. Ganz Deutschland hat es 30 Grad, nur auf Sylt 13. Sag mal, du bist jetzt, wie lange dreht ihr schon? 13 Jahre, hast du eben gesagt. Und ist Sylt immer noch eine schöne Insel für dich? Bist du gerne hier? Jetzt hat sich vor allem sehr gewandelt. Ich mochte die Insel ja am Anfang nicht, weil ich ja Vorurteile hatte. Aber bei Vorurteilen ist es ja immer so, dass das sich dann meistens am falschesten herausstellt. Nee, ich mag es wirklich sehr, sehr gern hier. Und es ist natürlich so eine Art dritte Heimat geworden, auf jeden Fall. Also immer wieder hierher kommen, auf dem Autozug zu sitzen und hier rüber zu fahren, ist immer noch und immer wieder ein besonderer Moment. Und würde es auch für dich mal interessant sein, hier vielleicht eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen? Auf jeden Fall. Darüber nachgedacht? Ja, da habe ich schon drüber nachgedacht, aber ihr müsstet dann vielleicht nochmal die Immobilienpreise ein bisschen anpassen. Die ZDF-Nord-Nord-Mordfilme sind beim Publikum besonders beliebt und erzielen immer die höchsten Einschaltquoten. Du hast die Insel, du hast einen Krimi, in dem es nicht unbedingt so um Mord und Totschlag geht, beziehungsweise wird dieser bei uns nicht ausgestellt. Du hast immer die Mischung zwischen menschlichem Drama auf der einen Seite und Leichtigkeit und Komödiantisches auf der anderen. Du hast aber auch nie eine Komik, die so voll auf die 12 ist, sondern du hast einen gewissen Charme. Mhm. Du hast ein sehr eingespieltes Ensemble, was ich schätze und was ich sehr mag. Und ich finde, glaube ich, dass sich sowas auch überträgt. Also ich bin immer davon überzeugt und deswegen ist mir das auch persönlich immer so wichtig, gerade in den Produktionen, in denen ich die Hauptrolle spiele, dass es den Leuten auch am Set gut geht. Einen genauen Sendetermin für den Fernsehfilm der Woche Sievers und der erste Schrei gibt es noch nicht, aber wir freuen uns schon drauf.